Herzlich willkommen heute zu einem Blattseiten-Spezial auf eurem Community-TV-Sender FS1 Salzburg. Im Studio begrüßt euch wie immer Sabaha Sinanovic und mein Gast heute ist Hekmatullah Mohammedi. Hallo Hekmat. Hallo. Hekmat ist aus Afghanistan und er wird uns heute ein Märchen vorlesen. Und zwar zuerst auf Pashto. Danach gibt es ein kurzes Interview mit Hekmat und dann lesen wir das Märchen als Auflösung nochmals auf Deutsch. Hekmat, kannst du uns gleich das Märchen auf Pashto vorlesen, bitte? Ja, natürlich. Die Kisin wande Baja Autiga. Yozal yo Baja Ruchtel Chiposhi, Dudup Baja Heke, Komkasam Khalib Jonkavi. Noch Polmazur Taiwail, Chiavagata Tigaraulo, Polaraki, Wajawa. مزدور د باچا په امر یو غټه تیګه راوړله او په لاره کې یې واچوله او باچا په خپله بدلو جامو کې په یو پټ ځای کې کیناست تر څو وګوري چې خلک دې غټې تیګې سره څه کوي باچا په یو پټ ځای کې ناست و او ډېر خلک یې ولیدل بعضې خلکو به خپله لاره بدله کړه بعضې خلکو به باچا پسې خبرې وکړې او ویل به یې زموږ باچا ښه سړی نه دی باچا ښه کار نه کوي او ډېرې داسې نورې خبرې باچا د دې حالت په لیدو ډېر خفه شو په همدې وخت کې یو زوړ بزګر راغی بزګر د لارې نه د تیږې په لرې کولو شروع وکړه لکه څنګه چې تیږه ډېره درنده وه نو د ډېر کوشش نه وروسته بزګر وتوانید چې له لارې تیږه لرې کړي کله چې بزګر تیږه له لارې لرې کړه نو د تیږې لاندې یوه کڅوړه د یو خط سره ومونده په کڅوړه کې ډېرې زیاتې پیسې او په خط کې لیکل شوي وو که هر چا دا تیږه له لارې لرې کړه نو دا پیسې به د هغه شي بزګر ټولې پیسې واخیستې او باچا د دې حالت په لیدو ډېر خوشحاله شو او ویې ویل افسوس چې د دې زوړ بزګر عقل د دې ملک د ډېرو پوهو کسانو نه زیات دی پورته کیسه زموږ د ژوند مثال لري او هغه غټه تیږه زموږ د ژوند د مشکلاتو معنا ده یعنی موږ په خپل ژوند کې ډېر مشکلات لرو نو موږ باید خپل مشکلات د یو ښه ژوند د لرلو لپاره لرې کړو ژوند فیل دی هست یا دانکه شون داس وایت مال داس مرچن اوف پاشتو دانکه Hekmat, du bist aus Afghanistan. Aus welcher Region genau? Ja, ich komme aus Afghanistan. Afghanistan hat 34 Provinzen und Kabul ist die Hauptstadt. Meine Heimatprovinz heißt Nangarhar und liegt ungefähr 200 Quadratmeter östlich von Kabul. Nangarhar hat 22 Dörfer und mein Dorf heißt Khiva oder Kuskunad. In Khiva bin ich geboren worden und da zur Schule gegangen. Mhm. Seit wann bist du denn in Österreich? Ich bin in Österreich seit ungefähr einem Jahr und seit 11 Monaten in Salzburg und ich wohne in Schalmus in einem WG. Mhm. Genau, also in einer WG für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Ja. Genau. Wie war denn dein Weg, der so sehr weit ist, also von Afghanistan nach Österreich? Ja, der Weg war nicht sehr einfach. Ich habe so viele Schwierigkeiten gesehen und es hat ungefähr 5 Monate gedauert. Mhm. Nur lange. Mhm. Mhm. Welche Rolle spielen denn Märchen und Geschichten in deinem Leben? Naja, Märchen und Geschichten sind sehr wichtig für mich. Ich konnte mir sie sehr einfach merken und sie haben mir immer sehr gut gefallen. Mhm. Gibt es in Afghanistan viele Menschen, die Märchen erzählen, also vor allem den Kindern? Ja, es gibt so viele Menschen, die Märchen erzählen. Als ich sehr klein war, waren die Nächte im Winter sehr lang und ich konnte nicht schlafen. Dann hat mir meine Mutter die Geschichte erzählt. Und ich konnte leicht einschlafen. Wie lang ist denn Winter in Afghanistan? Ja, ungefähr 4 Monate. 4 Monate? Ja, aber das Wetter vom Afghanistan ist ein bisschen heiß. Deswegen, der Winter ist
nicht so lang. Aber es ist ja sehr viel Schnee. Ja, aber ich wohne im östlich von Afghanistan, in Nangarhar. Das Wetter vom Nangarhar ist sehr heiß. Deswegen, ja. Aber von den anderen Provinzen, Kabul, Bamiyan und die anderen, die Wetter ist sehr kalt und so Schnee. Und okay. Der Winter ist lang. Du kennst ja auch viele andere Geschichten und Märchen. Warum hast du denn jetzt speziell dieses Märchen ausgesucht? Diese Geschichte ist sehr wichtig für mich, weil ich sie von meiner Mutter so oft gehört habe. Und das kenne ich nicht in meinem ganzen Leben vergessen. Das ist sehr eine wichtige Geschichte für mich. Welche Ausbildung möchtest du denn in Österreich machen? Ja, wenn ich in Afghanistan war, wollte ich ein Ingenieur werden. Aber leider hier ist es ein bisschen schwierig, weil muss man Sprache lernen und das dauert so lange. Aber hier möchte ich einen Beruf über Computer oder Technik lernen. Ja, aber du sprichst schon sehr gut. Ja, das ist muss man so viel lernen. Genau. Apropos Sprechen, wie läuft denn dein Deutschkurs? Also wie viele Stunden in der Woche lernst du denn Deutsch? Ja, ich gehe ungefähr 4 Stunden in der Woche in dem Deutschkurs und lerne ich zu Hause Vokabeln und mache ich die Hausaufgaben. Das heißt, da bist du dann den ganzen Tag damit fast beschäftigt eigentlich? Ja, ich mache Hauptschule. Ich gehe 4 Tage von Montag bis Donnerstag, 2. Semester. Und auch mache ich Deutschkurs im Uni. Ja. Sehr gut. Ja, dann werden wir jetzt eigentlich am Ende von der Sendung das Märchen noch auflösen, damit auch unsere deutschsprachigen Zuseher und Zuseherinnen das Märchen verstehen. Also, genau. Der Titel des Märchens ist König und Stein. Es war einmal ein König in einem Land und er wollte wissen, welche Menschen in seinem Land leben. Also hat er seinem Vertrauten gesagt: Kannst du bitte mir einen großen Stein bringen? Sein Vertrauter hat gesagt: Ja, natürlich. Er hat einen großen Stein gebracht und dem König gegeben. Der König hat den großen Stein auf einem Weg gelassen und er selbst hat andere Kleidung getragen, um nicht als König erkannt zu werden. Er hat auf einem verborgenen Platz gewartet, weil der König wissen wollte, was seine Untertanen mit dem Stein, der den Weg blockiert, machen würden. Er hat dort so lange gewartet und gesehen, dass so viele Menschen dorthin gekommen sind und gesagt haben: Oh, der König ist kein guter Mensch oder unser Land ist nicht gut und so viele andere Sachen. Und als der König diese Sachen gesehen und gehört hat, da war er sehr traurig. In diesem Moment ist ein armer, alter Bauer gekommen und er hat sich sehr bemüht, um den großen Stein aus dem Weg zu schaffen. Nachdem er es schließlich geschafft hatte, den Stein vom Weg wegzubringen, fand er hinter dem Stein ein Stück Papier und das war sehr viel Geld wert. Denn auf dem Papier stand geschrieben, dass derjenige, der diesen Stein von der Straße wegnimmt, der kann dieses Geld behalten. Der König hat diesen Moment gesehen und er war sehr glücklich. Er hat gesagt: Dieser arme alte Bauer ist 100-mal besser als die sehr gebildeten Leute in diesem Land, weil die gebildeten Leute sagen, dass unsere König kein guter Mensch ist. Und niemand hat es geschafft, den Stein wegzuräumen, aber dieser Mann hat es geschafft. Diese Geschichte ist also über die Probleme in unserem Leben. Ich meine, in unserem Leben haben wir so viele Probleme und der Stein ist ein Symbol für diese Probleme. Wenn jemand ein gutes Leben führen möchte, dann muss er die Steine aus dem Weg räumen. Ja, dann danke, Heckmann, dass du zu uns ins Studio gekommen bist. Das war ein Blattseiten-Spezial mit einem Märchen aus Afghanistan mit dem Titel König und Stein. Vielen Dank fürs Zusehen und bleibt beim FS1. Danke. Genau, ja, super. Hat gut geklappt. Sehr gut. Nettes Märchen.